Hallihallo, Freunde, ich bin wieder bei Elements Destiny. Gut, und ja. Zoe hört mit und wird sich Fehler notieren. Wir sollen nochmal in die Burg kommen. Hallo, na? Lang lebe der König Theos, ja. Lang lebe der König Theos, bla bla bla. Wo bin ich denn? Ah ja, hier bin ich, stimmt. Muss mich erstmal wieder dran erinnern, wie es hier war. Irgendwie hat es ein bisschen Lag. Egal. Ja, ist doch nicht schlimm. Naja, doch, ein bisschen schon. Keine Ahnung. Mal gucken, ob es so bleibt. Kann doch sein, dass es jetzt nur im Schloss ist. Und wenn ja, dann habe ich Pech. Und wenn nicht, dann gehe ich weiter. Und ich gehe auch so weiter. Egal. Okay. Ja, schön, toll, voll interessant waren wir schon alles. Ja, hallo. Lang lebe der König Theos. La, schön. Och nö. Komm, komm, komm. Och, guck mal, wie süß sie neben ihm sitzen. Dafür waren die Scheißdinger da. Damit die beiden kleiner sitzen kann. Ja, und wo hat der andere gesessen? Der Jared, hä? Hat der mal am Boden gesessen? Deswegen war er auch so fies, hä? Klar. So. Prinz Arthnor mit dem Scheißnamen und Prinzessin Casey sind endlich nach Kryteos zurückgekehrt. Doch es fällt mir schwer, ihnen von Jared zu erzählen. Tja. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ja, okay. Achso, ich habe mit meinem Vater gesprochen und mit ihm eine Belohnung ausgemacht. Das war nicht so einfach. Da er ja nichts von dem ganzen Chaos mitbekam. Schön. Nun ja, jedenfalls möchte ich euch das hier geben. Kammerschlüssel erhalten. Okay. Welche Kammer? Der Schlüssel öffnet die Tür zur Schatzkammer. Cool! Die großen Reichtümer liegen natürlich hinter Gitter. Aber ihr könnt euch etwas aus den Kisten im vorderen Bereich nehmen. Toll. Es ist nicht viel, aber irgendwas muss ich euch einfach geben. Toll. Hallo, ich habe immer noch einen dummen Namen. Ich bin Arthnor. Mit dem scheiß Namen. Ich bin froh, dass wir unseren Königreich letzten Endes doch retten konnten. Ja. Schön. Ja, und wo ist die Schatzkammer? Hier unten war sie nicht. Probieren wir es doch mal woanders. Ist es weit? Nein. Welche Tür haben wir denn? Ist jetzt die Tür wieder aufgegangen? Aha. Hab ich das? Ey, das war boah. Keine Ahnung, wie viel Spielzeit? 30 Stunden, 30 Minuten. Bam. Keine Ahnung, vor 15 Stunden, 20 Stunden Spielzeit oder so. Vielleicht ist es die Tür hier links, weil du da mit dem Finger drauf zeigst und mich total nicht spoilern möchtest. So. Hier passt sicher der Kammerschlüssel. Ja, er passt. Geil. Oh. Oh, schön. Was ist denn das für ein ganzer Rotz hier? Hallo. 10.000 Zenny halten. Geil. Leer. Leer. Fair. Maler. So. Nein. Und? Phoenix-Fragment! Okay, wir haben alle Fragmente! Das war das mit dem goldenen Reichtümern, Scheiß hier. Ja, ist gut. Ich würde sagen, dann begebe ich mich jetzt mal ganz gemütlich zum Meer der Stürme, Scheiß, Dreck, Piss, Kacke und werde euch dann einfach dort wiedersehen. Dann machen wir jetzt nämlich die optionale Quest. Bis dann. Hallo. Also ich weiß jetzt ja schon, wo der Tempel ist. Übrigens, wenn man jetzt zu dem alten Sack gibt, der immer sagt, wo die Sachen sind, dann würde der einem erzählen, wo jetzt dieser Tempel ist. Das habe ich jetzt gerade von Zoe erfahren. Sonst würde man das natürlich nicht wissen. Vielleicht oder so. Ist schwer zu finden, das Ding. Und ja, das war's. Tschüss. Nein, nein, nicht schon wieder hier. Oh nein, nein. Oh Gott, nicht schon wieder hier. Nein. Und es geht nicht. Nein, nein. Erst hat er jetzt geändert. So langsam. So langsam. Maler. Das war meine Idee. So, Leute, ich bin hier. Ich gucke mal in diesen Palast der Dunkelheit und der ekligen Sachen. Boah, gefährlich. Und jetzt gucken wir doch mal nochmal, wie viele Sachen waren hier drauf, ne? Wenn man sich die Tafel ansieht, kann man verschiedene Symbole erkennen. Ein Tiger, ein Drache, ein Wyvern, ein Engel, ein Teufel, eine Schildkröte, ein Fuchs, ein Löwe und ein Phönix. Wie zufällig habe ich das? Was eine tiefgründige Bedeutung hat? Ja. Dieser tiefgründige Brunnen. In den schmeiße ich die jetzt einfach rein. Leider wird das Tigerfrauen in den Brunnen. Klatsch. Leider wird das Drachenfrauen in den Brunnen. Klatsch. Leider wird das Wiebernfrauen in den Brunnen. Hey, lass uns auch mal. Maler. So. Leider wird den Engelsfrauen in den Brunnen. Leider wird das Teufelsfrauen in den Brunnen. Weißt du, wie schwer das war, den ganzen Scheiß zu finden? Jetzt schmeißt es einfach in den Brunnen. Toll. Leider wird das Schildkrötenfrauen in den Brunnen. Ja. Leider wird das Fuchsfrauen in den Brunnen. Ja. Leider ist das Löwenfragment in dem Brunnen. Toll.
Leila wirft das Phönixfragment in den Brunnen. Und jetzt? Und nun? Ja, genau. Jetzt wackelt der Bildschirm dumm. Hallo, dummer Bildschirm. Klatsch, klatsch, klatsch. Aber was passiert jetzt nur? Ich kann mich nicht bewegen. Die Musik ändert sich. Und? Nehme ich mal noch gut auf? Ja, ja, gut, passt. Nee, nicht Status. Blödsinn. Technik. Julia, du musst jetzt mal gerade heilen. Nicht dran gedacht. Okay, Item. Supermagietrank. Schön. Ja, ja, mach ich ja. Speichern. Yay, okay. Gut. Jetzt gehen wir hier durch und werden von diesen beiden Kreaturen aufgehalten, oder? Ne? Doch. Hab's doch geahnt. Oh Gott, ich bin erschrocken. Der gezuckt. Wo ich's erwartet hab, wie dumm. Was passiert hier? Wir sind gekommen, um dich zu malern. Metzeln. Okay, Rotkäppchen und der böse Wolf. Prüfer des Lebens, Prüfer des Todes. Oh nein, ich habe meine Standard-Konfi wieder. Ah, wie dumm. Ah, Gravitationsbruch, Technik. Staubokan, okay. Die wird eine wird bestimmt gegen... Ah, toll. Ich probiere mal. Makaoschock. Gravitationsbruch. Kabooms. Ja, okay, das macht richtig Schaden bei Rotkäppchen. So, das Dunkelheit macht auch Schaden bei ihr auch. Das funktioniert. Und Rotkäppchen nicht. Die eklig nackig sind. Das erinnert mich wieder an die Tussi mit den lila Brüsten. Welche war das eigentlich, die mit der Frau mit den lila Brüsten? Der Donnergeist. Oh, lila Titten. Schön. Erinnert mich an die erste Folge. So. So, und du machst wieder Dunkelwerbe auf sie. Hat irgendwas geheilt gehabt? Nee, ne? Ich weiß nicht mehr. Nochmal probieren. Egal. Gravitation. Schön. Ja, das wirkt auf jeden Fall bei Rotkäppchen. Und bei der anderen wirkt 4400. Okay. Stauborkan! Okay, funktioniert auch, macht auch Schaden. Chaos-Schock, das macht, naja, wenig Schaden, egal. Hm. Wie viel ab? Stimmt. Okay. Ich bleib jetzt mal bei dieser Technik. Dunkelnabe wieder auf sie und dann. Jetzt eine schöne Kombination! So, schön. So. Oh! Oh, oh, oh! Oh, okay. Yay, es macht sogar Schaden, schön. Gut, macht mehr Schaden als das andere Scheiß. Mach mal, bleib mir mal bei der Kombination. Oh. Nein! Nose! Nose! Wir machen am wenigsten Schaden. Scheiße. Wir machen das jetzt. Okay, du gibst ihr das Heilkraut. Haben wir genug. Du? Ja, nee, Moment, du machst viel mehr Schaden. Machst du Gravitationsbruch. Und du machst jetzt mal Heilkraut, Arschloch. So, und du machst, eine schöne Kombination! Auf wen gehe ich denn jetzt als erstes mal? Ja, mit ihr machen wir mal extra Schaden. Gehen wir mal auf die Prüferin des Lebens. Obwohl eigentlich dumm, weil die andere macht auch mal viel Schaden. Egal. Gehen wir jetzt mit den beiden hier auf. Wie viel Schaden hat das jetzt gemacht? 5000? Was war das? Oder? Schöne Kombination! 4200, okay. Das war noch gar nicht viel gewesen. Schön. Als vom Geister. Gut, macht das so viel Schaden? Ja. Trifft erst gar nicht. Schön. Geht eigentlich. Gut, trotzdem blöde, ja, Dämonen. Dann probiere ich das mal. Und Dunkelnarbe gegen sie und Kombinationsspiel. Ist jetzt eine schöne. Ja, okay, das machen wir erst, wenn es macht. So. Traditionsbruch. Schön Schaden gegen Rotkäppchen. Und hier, Spiralklinge. Yay! Okay. Das ist eine schöne Kombination. Okay, 4600. Ey, du kannst dich nicht einfach. Was soll denn das? Was soll denn die Scheiße? Du kannst nicht einfach heilen, wenn ich dich hier gerade am kaputthacken bin. Das ging beide funktioniert? Probier es mal. Dunkelnabe und Gravitationsbruch. Okay, Gravitationsbruch. Kabooms! Fetzt! Dunkelnabe? Okay. Kombination! Das war jetzt nur eine kurze. 4600, okay. Und Spiralklinge. Yeah, funktioniert gegen beide. Gut, dann konzentrieren wir uns doch jetzt mal ganz heftig fett. Oh, oh, Maler sag ich schon. Maler. Die braucht hier einen super Magietrank. Was kannst du sonst noch machen? Kraft des Halbmondes, du siehst keinen speziellen. Ja, egal, die machst jetzt einfach mal Schaden. Und du machst auch viel Schaden. Ja, du machst auf jeden Fall Spiralklinge. Ja. Und du gibst ihr jetzt mal einen fetten super Magietrank, den sie einfach mal voll abgeht. Und du, na, du kannst auch einen Treffer machen, ne? Oh, machst eine schöne Kombination. Ja. Genau, 5500. Schön. Auch viel Schaden.
Also liegt das wahrscheinlich eher an ihrem normalen Schaden. Die nehmen halt einfach ganz gut physischen Schaden einfach. Oh, schon weg. Tja, leider weiß man nichts. Die ist, glaube ich, auch durch den Mantel unempfindlich, ne? Ja. Sui sagt ja. Die nehmen einfach ganz gut physischen Schaden, würde ich sagen. Diese Dunkelheit auf Prüfer des Todes klingt irgendwie unlogisch. Egal, machen wir es mal. Die haben anscheinend die gleichen Schwächen so ein bisschen. Gravitationsbruch! Bash! Ja? Dunkelnabel? Ja, null. Schade. Spiralklinge? Ja, Mist, toll. Supermagietrank. Wie kannst du wieder? Ja, jetzt wo der andere tot ist, kommst du mit der ganzen Scheiße, ne? Mhm. Verdammte Axt. So, hier, du kannst auch nichts machen. Toll, nimmst den Supermagietrank. Ekelhaft. Und du? Peitschensalbe. Das war keine Wasserbeste, egal. Ich gebe dir trotzdem Kombination. Oh, jetzt habe ich schon wieder die Attacke mit Psy auf ihn gemacht, ne? Nee, er nimmt Magietrank, genau. Kann er jetzt eigentlich den Heiler machen? Der macht jetzt keinen Schaden mit seiner Scheißattacke. Oder war das so? Nee, das war dunkel. Das war doch das andere. Mann, ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Macht jetzt mehr Schaden? Gravitationsbruch, oder? Ja, ich glaube schon. Technik. Spiralklinge? Ja. Probieren wir es nochmal. Peitschensalbe und du machst mal Kombination! So. Gravitationsbruch mit! Mit! 6000, yay! Peitschensalbe mit! Mit! 3000, toll. Fea ist eigentlich am schlechtesten jetzt. Ja, definitiv. Oh, nicht schon wieder! Tötet er uns alle, nein. Oh. Nee, du machst mir zu viel Schaden. Okay, du machst Provokationsbruch. Du machst Spiralklinge. Und du kannst eh nichts, deswegen machst du Superheiltrank auf Tapio. Und Tapio macht Superheiltrank auf Zeit. Okay, obwohl er eigentlich eh gleich ins Gras beißen müsste. Ja, okay, hat sich erledigt. 2000 Erfahrungspunkte und 8000 Sunny, mein Gott! Komm jedes Mal. Was war das denn gerade? Das ist mir nicht geheuer. Am besten gehen wir sofort weiter. Bevor die doch mal kommen. Okay. Julia macht Heilau. Bombs. Und wir machen, ja. Supermagietrank auf Leile, Zai, Tapio und Fea. Wir haben davon ja genug, also ist kein Thema. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier hinten lauert. Dieser gefährlichen Festung. So viel sammeln musste ich für dieses Ding hier. Da muss ich auch eine gute Belohnung kriegen. Was bist du denn? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will nicht. Hä? Die ändern sich. Boah, das ist das für ein riesen Dungeon. Ich glaube, ich muss die Aufnahmegeschwindigkeit ändern, weil es hier irgendwie laggt. Einen Moment, Leute. Okay, jetzt laggt es noch mehr. Okay, wir sind wieder da. Und hier ist ein Scheißer. Oh Gott. Toll. Ich wollte die Drachen aber noch aufnehmen in mein Monsterbuch. Gehört einfach mal das selber rein. Okay, die brauchen wir noch. Hier haben wir... Bro, was ist das? Gucken. Garuda! Garuda? Sind das nicht die Viecher von Link? Also Zelda hier mit dieser Garuda? Garudo hießen die. Scheiße. Okay. Gravitationsbruch. Und wir machen Spiralklinge. Und wir machen... Stimmt, irgendwas war... Gut. Gravitationsbruch. Weiß nicht, ob man es hört. Achso, wolltest du, dass ich das hier... Schön. Okay, gut.